Du möchtest mit dem Lift zum Admin, zu Admiralsbrück hochfahren, dann musst du Daria Samfote sein. Hast du etwas, das deine Identität belegt? Ja, hier bitte. Ja, das sieht echt aus. Ohne Zweifel. Kann ich Senna's Siegel. Du kannst weitergehen. Eintreten. Oh Gott sei Dank. Synchronisiert. Ja, wo weiterhin? Ich hätte nicht erwartet, dass die älteste Saatseherin eine Abenteurerin auswählen würde, die Interessen ihrer Nation zu vertreten. Das spricht für deine Fähigkeiten. Echt? Komm Gut ist näher. Das? Ich will nicht. Sie machen mir Angst. Willkommen in Limsa Luminsa. Ja. Der Name ich macht mir Angst, sag ich ja. Ich führe den Stadtstaat und die Flotte des Mahlstroms. Und worum geht es also? Um ihre Frisur? Vorzugsweise? Eine Gedächtnisfeier, um die Gefallenen von Kartenur zu ehren. Warum hat man das hier jetzt nicht mit synchronisiert? Ist es also schon 5 Jahre her? Die Zeit vergeht. Alles begann, als die Galea auf die Idee verfielen, die ganze Welt müsse sich ihrer Herrschaft beugen. Die drei Stadtstaaten gründeten staatliche Gesellschaften nach dem Vorbild unserer Vorväter und schmiedeten die Eozäische Allianz aufs Neue. Und mit dem Projekt Meteor hatten wir nicht gerechnet. Was geht jetzt hier? Guten Tag, Inkasso, wer mein Termin? Ganz ehrlich, Inkasso würde ich niemals reinlassen. Das sage ich gleich. Nee, sorry, wir sind nicht zu Hause. Diese Irren. Wer außer den Galeeren könnte auf eine so absurde Idee verfallen, einen Mond auf Eosea zu schleudern, um diese Welt zu reinigen? Wir wollten den herabstürzenden Dalamut aufhalten und sammelten alle verfügbaren Kräfte auf der Kartenua Heide. Dort stießen wir mit Nahe von Danus, siebter Legion, zusammen. Die legendäre Schlacht von Kartenua. Auf keinen Fall, der mit der gelben Jacke ist eh der coolste. Ist jemand mit der gelben Jacke? Ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet. Wer kämpft mit unvergleichlichem Mut? Meine Leute, die Leute der Allianz. Auch Abenteurer wie du. Aber das brachte uns nicht die Rettung. Die Rettung. Die Geschichte hörst du nicht zum ersten Mal, nehme ich an. Aber wer hätte so etwas jemals geglaubt, wenn es nicht wirklich passiert wäre? Aus Dalamut brach der Prime Bar. Ich geb's auf mit Lesen heute. Primae Bahamut hervor, wie der schwarze Tod, und legte alles in Schutt und Asche. Der siebten Legion erging es nicht besser als uns. Beide Armeen erlitten furchtbare Verluste, glühende Brocken schlugen überall ein, ganze Landstriche standen in Flammen. Ich habe nie zuvor solche Verwüstung gesehen. Es war unbeschreiblich. Unbeschreiblich schön, unbeschreiblich toll. Unbeschreiblich grausam. Ich weiß nicht, mit welchem Zaubern es dazu ging, aber einige von uns überlebten. Auf einmal, als ich schon nicht mehr gehofft hatte, lebendig aus dieser Höhle hervorzugehen, war ich in ein blendendes, helles Licht eingehüllt. Ich schaff's doch noch, zu werden. Nein. Nein. Ich glaube nicht. Als ich wieder zu mir kam, war der Drache verschwunden und das schwellende Land war ein... Ich würde aufhören zu lesen. War entstellt von dem Entfernung. Wenn Louis Seux, der Anführer der Exegenten, überlebt hätte, wüssten wir, was damals wirklich passierte.
Du bist nicht mehr da. Das Land hat gelitten. Wir hatten alles neu aufzubauen. Und nun werden auch noch die wilden Stämme und ihre Primäre übermütig. Wir waren einfach zu beschäftigt, um sie in Schach zu halten. Jeder der Stadtstaaten hat mit großer Unbilden zu kämpfen. Wenn wir dem nicht Einhalt gebieten, sind wir zu schwach für die großen Konfrontationen, die noch vor uns liegt. Eosea befindet sich im Krieg mit Galemalt. Was möglich ist und was unmöglich, das liegt letztendlich bei uns. Wie auch immer, wenn diese Gedenkfeier den Zusammenhalt in und zwischen den Stadtstaaten festigt, soll es so sein. Ich muss ganz langsam jetzt lesen. Bringt Khan Issenna die folgende Botschaft. Limsa Lominsa wird eine solche Feier abhalten, bei der du auch eine Funktion übernehmen sollst, da du nun schon als Botschafterin ausersehen wurdest. Schreit das Spielwechsel. Ich wüsste nicht, zu was ich noch wechseln sollte. Und Fallout 76 habe ich nicht. Und da ich Witcher 3 noch nicht beendet habe, gibt es auch noch kein Dingens. oder nein, ich werde Khan Issenna durch einen meiner persönlichen Boten benachrichtigen. Ja, mir dufte. Ja, bei Herr der Ringe ist es halt. Das mache ich ohne meinen Mod nicht. Weil mein Mod ist da ja mit bei. Deswegen. Das geht leider tatsächlich ausnahmsweise nicht. Du hast ja schließlich ein weiteres Ziel, nehme ich an. Ulda. ich bin das gerne. Ja, stimmt. Ja, in dem Fall nicht. Herr der Ringe ist Kaya, beziehungsweise Diggi. Der hier macht Herr der Ringe mit. Dann bestelle Raubbahn meine besten Grüße und sag ihm, dass sich vor kurzem ein struppiger Wolf in unsere Gegend verirrt hat. Und ich gerne wüsste, was Raubbahn an meiner Stelle getan, Stelle gegen das Goy unternehmen würde. Merkt ihr das genau in diesem Wortlaut? Okay. Ich verlasse mich auf dich. Mir scheint, Khan hat mit dir die richtige Wahl getroffen. Ich sag's ja nicht mein Tag. Auch alles gut. Ich würde hier gerne mal wieder ein paar Monster schnetzeln. Warum ist das hier jetzt alles hier so mit Labern? Kriege ich ja schon glatt wieder Hunger bei. Achso, die Flasche ist leer. Das sieht aus wie bei Wasserjunkies. Ich kann mal wechseln, die ist ja auch ein Doktortyp. Stimmt. Aber ganz schwierig wird es, wenn dufte Streams und Duftertyp zusammen sind in einem Stream. Wir haben nämlich zwei Duftes bei uns. Und das ist lustig, wenn dann wirklich beide drin sind. So, dann denken wir auch so. Okay, warte, wer hat jetzt was gelesen? Ah, okay. vor allem gelesen, geschrieben. Man durfte und ich können uns halt okay. Aber es. Auf den Sack gehen. Das geht gar nicht. Bei Herr der Ringe ist halt nur so, das ist halt so ein, ja, halt wirklich ein Zweierprojekt. Also Gruppensachen, bei Gruppensachen immer gerne. Da können alle mitmachen. Dann zwar nur, ohne quatschen, aber Gruppenaufgaben immer her damit. Das geht. Das sind da schon von einer Verschiebung der Existenz eben herumgekommen. Ah, schön.
Ach so. Ich hab Hunger. Ich könnte meine Chips holen, die da unten liegen. Aber ich tue es nicht. Ich muss wacker bleiben. Ich muss wacker bleiben. Obwohl, ich dürfte sie essen, davon mal ganz abgesehen. Das sind Ofenchips. Ja? Ich muss mich zurückhalten. Könnt ihr denn schon, wenn ein Kalkopf sich die Haare föhnt, wird er sich mit dem Schicksal fest. Oh. Dein Ernst? Nein. Einfach nur nein. Hey, der hätte auch von Frisches kommen können. Der hätte doch echt was Frisches kommen können. Warte mal. Ich komm tatsächlich heute noch auf meine 3 Liter. Ich komme heute noch auf meine 3 Liter Wasser. Hab ich ja lange nicht mehr geschafft. Dick und Reich, die Schiffs sehen sich dich an und sagen ja. Das hilft total. Ja, wie gesagt, die Chips könnte ich halt essen. Das sind halt, wie gesagt, Ofenchips. Die gehen ja noch. Aber da ich bis zum Ende des Jahres gerne in ein Kleid passen würde, ja, muss ich halt auch mal so zumindest ein paar Abzüge machen. Ich verzichte da nicht komplett drauf, aber weniger. An wenigeren Tagen sowas essen. Genauso wie ich einen Wein weniger die Woche trinke. Sag ich mal so. Meistens trinke ich halt mittwochs einen Wein und freitags und samstags. Und da verzichte ich dann halt auf den Mittwoch und auf den Freitag. Also nur noch den Samstag. Und Sport machen. Und Wasser trinken. Da habe ich schon Sport erwähnt. Ich will auch so eine Fee haben. Ey! Ich wollte bei deiner Fee angucken! Du Flegel! Das gibt 3 Wochen Stumarrest! Ich glaube, das hat er nicht gehört, oder? Wir wurden bereits in Kenntnis gesetzt. Ja, bla bla, du hast halt das. Du erzählst das Gleiche. Ich fand mir noch mit einem möglichen Betrug. Ja, stimmt. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wo ich. Schreiben, ob man. Wo muss ich hin? Ich weiß es nicht. Wir reisen einfach mal irgendwo hin. Wir sehen es ja, wo wir hin müssen. Hoffe ich. Oh, und sind sogar richtig. Chemistengilde. Unterster Rand. Muss man so noch ein paar Kerke denken. Geht's mit dem Gloves? Macht nichts. Nee. Wo bin ich hier gelandet? Wo bin ich hier gelandet? Du bringst Botschaft aus Gedania. Darf ich bitte einen Beweis für diesen Behauptung sehen? Ja, bitte. Ja. Nimm.
Akku weg, das Ding. Ah, unser Gast aus Kridania. Sieht gar nicht so weltfremd aus für eine Waldbewohnerin. Nicht? Du musst eine fähige Frau sein. Die Seherin Karne Senna vertraut niemandem leichtfertig. Willkommen im Sultanat Uldar. Ich bin Rauban Aldin, Anführer der Legion der Unsterblichen. Hallo? Also sprich, so. Was führt dich hierher? Ein Haufen Gold? Ein Haufen Dreck? Ein Haufen Schokolade? Ein Haufen... Was weiß ich? Die Gedenkfeier also. Du weißt, wie es zwischen Eosea und dem Galaistischen Reich steht. Ja, weiß ich. Melvip hat ja gesagt, dass es schlimm aussieht. Damit kann sie ja wohl nicht Ulda gemeint haben. Obwohl es tatsächlich etwas eng werden kann. Beste Grüße sollst du mir bestellen. Wenn das Geheul von diesem struppigen Wolf meine ich bedeutet. Es gibt ein paar Dinge, die du über den Galea wissen solltest. Vor 50 Jahren waren die Bastarde noch völlig unbedeutend. Ein Volksstamm unter vielen, der im Norden ohne besondere Errungenschaften dahin lebte. Dann sind sie durch irgendeine Verirrung des Schicksals auf die Magitech-Technologie gestoßen. In kürzester Zeit verlieh ihnen das neu erworbene Wissen überragende Macht. Und dann gab es kein Halten mehr. Sie fielen mit ihren Maschinen in Eosea ein und übermannten Almigo. Das Kaiserreich ist übrigens noch gar nicht alt. Vor dem regierenden Kaiser war es eine Republik. Und momentan ist die Lage gespannt. Gespannt, weil der Kaiser schon über 80 ist. Alles wartet auf einen deftigen Nachfolger. Nachfolgestreit. Oh Gott. Huh. Lesen. Kann ich das nicht irgendwie... Okay. Wisst ihr was? Ich mache das einfach mal kurz so. Überfliegt das einfach nur noch. Ich finde Region starkkräftig wie eh und eh. Für die Truppen ist ein äußerst Schicksal. Die Konfort des Tunnels nachschieben könnten. Wiederaufbau. Und dann kurz. Ich werde morgen heiser sein. Ich werde morgen einfach nur heiser sein. Beste Grüße. Mir ist so bestimmt Dinge vor, beim Namen zu nennen. Ja. Wollen wir erzählen jetzt einfach nur von diesem blöden Kampf von vor ein paar Jahren? Haben wir alles gesehen. Eine Zeremonie wie diese Gedenkfeier konnte die Zusammenhalt stärken und die Leute daran erinnern, dass unser Kampf noch keineswegs ausgestanden ist. Ja. Schockattacke. Und damit willst du was erreichen? Was soll der Sultana und dem Skorpiokreis also sagen? Nichts. Nanamo müsste im Palast sein. Ich werde ihr persönlich berichten. Jawohl. Deine Katze da vor mir kriegt. Ey! Ich überlege, dass wir gegen Rübingwurf unternehmen. Vielen Dank, dass du einen langen Weg auf dich genommen hast. Du kannst nun gehen. Kann ich das? So, Arme abschießen. Du hast nun Zugang zum Linienschiff. Okay. Sehr schön. Ah, die Gesandte. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Aufenthalt im Sultanat. Wenn ich mir diese Frage erlauben darf. Hast du vor, in nächster Zeit nach Limsa Luminsa zu reisen? Wenn dem so sein sollte, hätte ich Informationen, die dich interessieren könnten. Ich habe den Phönix-General einmal auf einer offiziellen Visite nach Limsa Luminsa begleitet. Zu dieser Zeit habe ich Baderon, den Besitz der Schenke zu ertränkten Sorge, kennengelernt. Nun, dieser Mann hat mir gerade die Nacht
Nachricht zukommen lassen, dass er einen Auftrag für eine fähige Abenteurerin hätte. Ich könnte mir kaum jemanden geeigneteren als dich vorstellen. Baderon wäre sicherlich hocherfreut, wenn du ihm hilfst. Meine Box aus dem Handy freut los. Dann schon wieder Daten übertragen, obwohl ich das Handy aus habe. Okay. Jetzt klingt, ja. Das war eine. Ja, klar, immer auf die Elfen. Die Elfen machen doch gar nichts. Wobei, in diesem Fall bin ich keine Elfe. Ich bin eine Katze. Ja, ich bin eine Katze. Ich schnurre, kratze, fauche. Das war aber kein Katzenfutter. Wenig. Luftschiff. Landeplatz. So, also nach Limsa, Dingens, Lominsa da, ne? Nun auch da, wo du bist. Echt? Na gut, allein, wenn man nicht alles vorliest, ist man auch deutlich schneller als. Als so, wie ich das hier mache. Ich brauche ja Ewigkeiten. Ja, bitte einmal nach Limsa Lominsa da. So, die Szene Kämpfer, die können wir überspringen. Endlich mal. Ich skippe alles. Ja. Kann ich nicht. Also könnte ich schon machen. Aber ich möchte was von der Story mitkriegen. Zeige ich nochmal in der Fee. Auf dem Stuhl mit dir. Ey! Nee. Da habe ich was gegen. So, wo muss ich hin? Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Da. Dringend zu sorgen. Das hat es ja schon mal vereinfacht. Dringend so, lass sie nieder, wo immer du magst. Baderung, wer möchte das wissen? Könnte ich einen Auftrag und ein fähiger Abenteuer. Sei gewarnt, der Job ist nicht zu schwachen Nerven. Es ist so gut wie sicher, dass die Sache haarig wird. Das habe ich auch immer noch. Oh, nicht schlecht. Habe ich hier noch irgendwas? Ich habe jetzt in den letzten Stündchen mich hier großartig reingeguckt. Aber nein. So. Was wollt ihr von mir? Danke, dass du mir helfen willst. Vielleicht hast du schon mal von der Tascha-Höhle gehört, die nördlich vom Bierhafen liegt. Bierhafen. Angeblich schleichen sich dort nachts zwielichtige Gestalten herum. Die Gelbjacken sind bereits alarmiert, aber ihr Befehlshaber, Kommandant Rainer, hat die Abenteuergilde um Unterstützung gebeten. Ich weiß, dass die Informationen sehr vage sind. Aber kannst du trotzdem bei der Höhle nachsehen? Du musst wissen, vor kurzem haben die Piraten, die gemeinsame Sache mit den Sahagien machen, in Limsa Lominsa eine ziemlich blutige Sauerei veranstaltet. Der Schreck sitzt den Leuten noch tief in den Knochen. Ich möchte noch ein paar Informationen ergänzen. Welch seltener Gast, Kommandant Rainer. Womit haben wir die Ehre eures Besuchs verdient? Ich bin hier, um die Abenteurerin persönlich auf ihren Einsatz vorzubereiten. Kürzlich wurde vor der Küste des Bierhafens in der Nähe der von
Atominsel ein unbekanntes Schiff gesichtet. Mein Instinkt sagt mir, dass es etwas mit den nächtlichen Herumtreibern an der Tessa-Höhle zu tun hat. Es ist noch gar nicht lange her, dass ich eine Patrouille zur Höhle geschickt habe, um nach Verstecken der Sahagin zu suchen. Doch meine Jungs waren sich sicher, dass in der Höhle nur einige scheue Kolkol? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Hausen. Und sonst nichts. Die Sichtung des Schiffs lässt mich daran zweifeln, weshalb ich eine erneute Erkundung der Höhle in Betracht ziehe. Nur leider kann ich zurzeit keine Einheit entbehren. Nicht jetzt, da die Sahagin beinahe täglich unsere Wachsamkeit auf die Probe stellen. Deshalb habe ich die Abenteurergilde um Unterstützung gebeten. Bist du bereit, uns zu helfen? Ja, ich habe ja eh keine Wahl. Vielen Dank. Liegt im westlichen Lanuska. Melpa wird dir erklären, wie du am schnellsten dorthin kommst. Du findest sie am Fähranleger auf den unteren Decks. Ah ja, und eins noch. Die Aufgabe ist sehr gefährlich. Du wirst daher die Unterstützung anderer Abenteurer benötigen. Dieser Sache sprichst du am besten mit der Torwache vor der Höhle. Ja, viel Glück. Jo. Aber bevor wir das machen, werde ich noch einmal ganz kurz pinkeln gehen. So. Bin also gleich.